Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video in der Reihe Begriffe begreifen, die Basics der Basics von Human Design. Ich habe es im letzten schon erwähnt, heute kommen wir zu den Splits, beziehungsweise im 64 Keys nennen wir sie Definitionsbereiche. Das heißt, es gibt mehrere Definitionsbereiche. Wenn nur einer ist, dann ist es im klassischen Human Design, wird es nicht als Split Definition bezeichnet, sondern eben als Single Definition. Und bei uns in 64 Keys ist es eben ein Definitionsbereich, zwei, drei oder vier. Kommen wir gleich zu den Unterschieden, die einen Unterschied machen. Hier hast du einen Definitionsbereich. Du siehst, das Wurzelzentrum ist mit dem Emotionalzentrum verbunden, das ist mit dem Generator verbunden. Der Generator führt rüber zum Milz und rauf zur Kehle. Das heißt, es hängen alle Definitionen hängen zusammen. Bei zwei Definitionsbereichen wäre es zum Beispiel das ein Beispiel. Hier haben wir eben die orangefarbenen Zentren sind miteinander verbunden und die blauen sind miteinander verbunden, aber zwischen den orangefarbenen und den blauen gibt es keine Verbindung. Das heißt, es sind zwei Inseln, es sind zwei Definitionsbereiche, die nicht zusammenhängen. Bei drei Definitionsbereichen ist es dann eben noch etwas intensiver. Hier haben wir einen Definitionsbereich, zwei Definitionsbereiche, drei Definitionsbereiche. Und dazwischen gibt es keine Verbindung. Und dann gibt es eben noch Menschen mit vier Definitionsbereichen, die sind dann eher seltener. Die haben immer mindestens acht Zentren definiert, weil ja immer zwei Inseln, zwei Zentren zusammenhängen als eine Insel. Das heißt, es sind entweder acht und neun Definitionsbereiche definiert bei Menschen mit vier Definitionsbereichen. Hier jetzt eben im Kopf, dann die Kehle und selbst. Dann haben wir herunten die bewusste Definition zwischen Generator und Emotionalzentrum und ganz unten von Wurzel zu Milz. Das heißt, wir haben vier Definitionsbereiche. Nur, dass du mal gesehen hast, wie das jetzt ausschaut, die Unterschiede, die einen Unterschied machen, kommen wir gleich dazu. Das heißt, wir gehen davon aus, mal Menschen mit zwei Definitionsbereichen oder im klassischen Human Design eben Split genannt. Ich zeige es dir hier nochmal unten. Du hast unten den Cut zwischen Wurzel und Generator, gibt es keine Verbindung und es gibt auch keine Verbindung zwischen emotional und den unbewusst definierten. Also weder zur Kehle rauf noch zum Generator rüber. Da ist keine Verbindung da, weder nach unten noch nach rechts. Das heißt, diese Person hat zwei Definitionsbereiche oder gemäß klassischem Human Design System eben einen Split. Was sind jetzt diese Besonderheiten dieser Splits? Menschen mit Splits, egal ob jetzt normalen oder Dreifach- oder Vierfach-Split, fühlen sich jetzt so für sich allein nicht ganz. Nicht ganz und nicht rund und nicht als Einheit, weil wir ja auch nicht sind. Wir haben zwei Inseln in uns, also so zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Das war eben so schön bei meinem ersten Reading, ich habe einen Dreifach-Split, dass mein Analytiker damals meinte, drei Seelen wohnen in ihrer Brust und das hat so das wirklich so punktgenau beschrieben, weil es gibt drei unterschiedliche Inseln, die wirksam sind und wo ich zwischen den Inseln auch immer wieder kippen kann. Und nicht nur ich, also ich arbeite auch sehr viel mit Menschen, gerade mit Splits und wir kippen einfach immer zwischen diesen Inseln. Jetzt, wenn du zwei Definitionsbereiche hast, kippst du eben zwischen zwei Zuständen. Jetzt nicht in Bezug auf multiple Persönlichkeiten oder so, aber von den körpereigenen Befindlichkeiten. Kann es eben sein, dass wir manchmal so wirklich sehr kraftvoll, energievoll, wirklich im Körperlichen sind. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Kopf definiert hätte und eben irgendwo unten im Körper, dann kann auch dieser Switch von Mindfuck zu dann wirklich körperlich unterwegs und aktiv sein. Und wir suchen, vor allem wenn wir es noch nicht wissen, dass wir Splits haben oder einen Split haben, wir suchen nach jemandem oder etwas, der diesen Split verbindet. Und wie in diesem Fall eben, wenn das Milzzentrum, also das linke Zentrum, wenn das offen ist,
kann zusätzlich auch noch die Gefahr bestehen, sich dann von dieser Person abhängig zu machen. Wobei es geht nicht nur darum, eine Person zu finden, die den Split verbindet. Es verbinden uns auch immer wieder Transite, diesen Split. Aber wenn es eine reale Person ist, dann kann es jetzt für Menschen mit einem normalen Split, also mit zwei Definitionsbereichen, kann es passieren, dass die sich dann auch von dieser Person abhängig machen, auch wenn sie in einer toxischen Beziehung mit dieser Person sind. Aber dieses sich ganz fühlen und sich als Einheit fühlen, ist dann oftmals weniger tragisch, als wieder in diese Gesplittetheit zurückfallen zu müssten. Und diese toxischen Beziehungen können jetzt privat oder auch beruflich sein. Das heißt auch Menschen mit Splits, die in einem Job verharren, der ihnen nicht gut tut, weil dort vielleicht entweder der Chef oder irgendein Arbeitskollege diesen Split verbindet und sie sich in dessen Nähe einfach wohler fühlen, kann es sein, dass sie in sowas hängen bleiben, weil sie eben dieses Gefühl der Einheit immer wieder haben wollen. Wenn wir uns jetzt drei- oder Vierfach-Splits anschauen, die sind jetzt etwas anders wie die normalen, aber von daher drei- und Vierfach-Split unterscheiden sich in sich nicht voneinander, außer von der Anzahl der Inseln, aber sie unterscheiden sich von den normalen Splits doch etwas, hier jetzt mal wieder dargestellt. Das heißt, die unteren zwei Zentren sind verbunden, danach geht keine weitere Definition hoch, beziehungsweise die oberen zwei Zentren sind verbunden und da geht nichts nach unten weiter. Und es geht auch nichts von diesem mittleren zum querliegenden und auch nicht nach rechts rüber und auch nicht nach oben rauf. Also es sind wirklich drei Inseln. Und die Besonderheit jetzt von Drei- und Vierfach-Split ist eben, dass wir uns noch viel weniger ganz fühlen, weil wir eben jetzt drei Inseln haben. Das heißt, wir kippen zwischen drei Zuständen oder können zwischen drei Zuständen kippen. Immer halt von einer Inselgruppe zur anderen. Wir suchen auch nach jemandem, der diese Splits verbindet, aber wir machen uns seltener abhängig von den Menschen, die uns unsere Splits verbinden. Also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, ich halte es auf Dauer nicht aus, wenn es einen einzigen Menschen in meinem Leben gibt, der mir meine Splits verbindet, der mir alle meine Splits verbindet. Also nicht nur einen, sondern wirklich alle Inseln dann zusammenhängen. Ich halte es nicht aus, da ganz nah mit dieser Menschen intensiv zusammen zu sein. Wir brauchen Abwechslung, jetzt nicht in sexueller Hinsicht, sondern einfach von den Einflüssen, die von außen auf uns zukommen. Das heißt, entweder Großraumbüro oder eben immer wieder unterschiedliche Menschen in einem Umfeld, zum Beispiel auch in einem Kaffeehaus oder Restaurant oder Teilnahme an Events, Besuch von Lokalen. Wir fühlen uns überall da, wo viel los ist. Das heißt, mit Einschränkungen. Also ich fühle mich zum Beispiel absolut nirgendwo mehr wohl, wo viel los ist, aber das kommt bei mir durch das offene Emotionalzentrum und jetzt Pandemie und überhaupt, weil ich diese Negativität oder die Angst vieler Menschen einfach nicht aushalten will. Ich könnte sie aushalten, aber ich will sie einfach gar nicht mehr. Das heißt, ich habe mich aber früher schon immer sehr in größeren Menschengruppen wohler gefühlt als wie alleine zu Hause. Nur ich habe es eben jetzt gelernt, auch mit mir allein zufrieden, glücklich sein zu können. Hier jetzt noch die Verteilung des Splits. Das heißt, du siehst, mit null Definitionsbereich sind eben die ganzen Beobachter oder Reflektoren. Die haben keine Zentren, also auch keine Definitionsbereiche. Hier jetzt wieder meine aktuellen Datensätze. Du siehst auch, vier Definitionsbereiche haben in meinem Fall 10 Personen. Also hier links eben die Anzahl der Menschen, die entsprechende Definitionen haben und im rechten Bereich siehst du es dann in Prozent ausgedrückt. Das heißt, ganz normale Menschen, jetzt unter Anführungszeichen, in meiner Datenbank sind 40%, 46% haben eben einen Split oder zwei Datensätze, zwei Definitionsbereiche und Dreifach-Split haben 12%.
Vierfach-Split 1%. Das heißt, das ist jetzt meine aktuelle Verteilung, dass du auch weißt, es ist jetzt, ich habe keine offiziellen Zahlen in Bezug auf Splits. Und bei mir ist es so, dass ich eher Menschen mit eben Splits anziehe, weil ich selber Split habe. Das heißt, es wird jetzt von offiziellen Stellen, wenn die das Statistik erfassen würden, würden wahrscheinlich mehr Menschen sein, die keinen Split haben, die nur einen Definitionsbereich haben. Aber hier jetzt, wie gesagt, meine Zahlen, meine Daten, und bei mir überwiegen eben die Menschen mit zwei Definitionsbereichen. So viel wieder ganz kurz nur zu den Splits. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich über Kommentare, Daumen hoch, Abo. Und ich freue mich auch, dich demnächst wieder zu sehen. Herzlichst, deine Christina. Ciao, Baba.